Ein Kindheitstraum wird wahr. Lokführer in einem Original-Dampfross aus den 30er Jahren. Nur wenige dieses Typs sind heute noch fahrbereit. Umso begehrter sind sie bei Eisenbahnfans, wie hier beim Dampflokfest in Dresden. DR, Deutsche Reichsbahn. Bis zur Wende war das die Eisenbahn der DDR. Ein Name, der so gar nicht zum sozialistischen Sprachgebrauch passte, sondern eher ans vergangene Kaiserreich erinnerte. Doch im geteilten Deutschland schrieb die Reichsbahn Technikgeschichte. Gegründet 1924 verbindet die Deutsche Reichsbahn die Menschen, wird aber schon bald auch Kriegswerkzeug. Räder müssen rollen für den Sieg, lautet die Parole. Dabei liegt die Welt längst in Trümmern. Nach Kriegsende ist Deutschland zweigeteilt. In der Sowjetzone, der späteren DDR, bleiben Züge noch lange Zeit das Hauptverkehrsmittel. Vom Dampf bis ins Elektrozeitalter. Ohne die Pioniere auf der Schiene geht nichts. In 40 Jahren DDR wird die Reichsbahn zum größten Arbeitgeber und beschäftigt eine 250.000 Menschen. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Da gab es auch keine Autos am Anfang. Da sind wir nur mit der Eisenbahn gefahren. Es ist ein Wahnsinn gewesen. Man ist mit zwei Koffern zum Zug gestürzt, da rein und sehen einen Platz irgendwie. Und da war aber schon der Nächste, der hat ja auch schon seine Zeitung hingelegt. Und es war schon ein Kampf. Zumindest wurde nie so richtig gesagt, dass der Zug abfährt. Irgendwann hat man mal einen Pfiff gehört. Die Türen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die haben auch nie automatisch geschlossen. Auf jeden Fall hat man, wo man früher gefahren ist, immer sich das Essen selbst mitgenommen. Weil wenn es 23 mit Tropa gab, war es ja meistens relativ schlecht besetzt gewesen. Man hatte aber auch trotzdem das Gefühl, und das trügt nicht, dass damals die Bahnen pünktlicher gefahren sind. Tja, Reichsbahn, da hat Eisenbahn noch funktioniert. Der Osten Deutschlands gilt bis heute als Eldorado für Dampflokfans. Mit ordentlich Druck im Kessel schlagen vor allem Männerherzen höher. Sonderfahrten erinnern an die gute alte Zeit, aber auch an schwere Stunden. 1945 liegt Deutschland in Schutt und Asche. Die Maschinen und Anlagen der Deutschen Reichsbahn kommen unter die Verwaltung der Alliierten. Doch das Schienennetz ist zu 80% zerstört. In Westdeutschland sind nur noch 2/3 der Loks intakt. Im sowjetischen Ostsektor nicht mal mehr die Hälfte. Der Unterschied war allerdings, dass im Osten von einem sehr niedrigen Stand aus auch noch sehr viel abgebaut wurde als Reparation. So wurden bis auf die Hauptmagistrale, die von Frankfurt-Oder über Berlin nach Erfurt ging, alle zweigleisigen Strecken demontiert, während im Westen die Reparationsleistungen praktisch sofort wieder eingestellt wurden. Beträgt der Anteil an mehrgleisigen Strecken vor Kriegsende noch fast die Hälfte im gesamten Schienennetz, bleiben nach der Gleisdemontage durch die Sowjets nur noch 9%. Neben der Demontage von Strecken wurden eben auch umfangreiche Bestände des Fuhrparks beschlagnahmt, unter anderem fast 1000 Dampflokomotiven in die Sowjetunion überführt. All die Loks und demontierten Schienen sind Teil des Preises, den die UdSSR für die Kriegszerstörungen und Verbrechen der Deutschen am russischen Volk fordert. Abtransportiert wird in Güterzügen der Reichsbahn. Die Deutschen waren verpflichtet worden, die Beutegüter und Trophäen, Demontagen, Reparationen und so weiter bis in die Sowjetunion zu fahren. Und dafür gab es diese Lokkolonnen. Das waren natürlich nur die besten von denen, die noch vorhanden waren oder überhaupt betriebsfähig. Und die Lokkolonnen waren an und für sich selbstständige Brigaden. Mehrfachbesetzung für den Transport zwischen den Grenzbahnhöfen der Reichsbahn bis an die sowjetische Grenze. Früher als die Westalliierten übergibt die Sowjetarmee im legendären Befehl Nummer 8 den Eisenbahnbetrieb in der Ostzone im August 1945 wieder der Deutschen Reichsbahn. Einschließlich der Zuständigkeit für die Berliner S-Bahn. Dabei steht die Stadt noch unter Vier-Mächte-Status. Zwar billigen die Westalliierten diese Entscheidung, doch sie wird bald folgenschwere Konsequenzen haben. Zu unterschiedlich sind die Entwicklungen in Ost- und Westsektoren. Es kommt zur Teilung Deutschlands.
Im Mai 1949 wird die Bundesrepublik gegründet. 5 Monate später die DDR. Damit ist auch die Teilung der Reichsbahn besiegelt. In der Bundesrepublik fährt von nun an die Deutsche Bundesbahn. In der DDR hält man am alten Namen Deutsche Reichsbahn fest. Der Grund? Bei einer Umbenennung wären die Betriebsrechte in West-Berlin verloren gegangen. Dahinter steckt einmal, da müsste man auf den Anspruch auf alles, was an Liegenschaften, Immobilien und Werten der Reichsbahn ist, ja aufgeben. Und das Zweite ist, es gibt den S-Bahn-Verkehr in und nach Berlin, den man damit auch aufgeben müsste. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also natürlich rein politisch-ideologisch gesehen. Und so richtig stört sich offenbar niemand im Arbeiter- und Bauernstaat am Namensrelikt aus dem Deutschen Reich. Der Bevölkerung war das auch relativ egal, die das Verkehrsmittel, das ihnen die Mobilität gibt, dann heißt. Hauptsache es fährt überhaupt. Und es ist ja auch eine, abgesehen von politischer Belastung, eine Tradition, die etwas Gutes bewirkt ist. Die gibt ja nicht umsonst die hehren Traditionen der Reichsbahn. Man sabotiert seine Reichsbahn nicht. Das Wichtigste ist, dass der Zug rollt. Gutes bewirkt sie auf jeden Fall. Die Reichsbahn befördert ein Jahr nach Kriegsende rund 6 Millionen Menschen in der sowjetischen Besatzungszone. Ihre 6000 Sonderzüge helfen vielen Menschen, das Nötigste zum Überleben zu beschaffen. Denn für die meisten ist sie das einzige Transportmittel. Ende 1947 sind über 3/4 der zerstörten Gleise wiederhergestellt. Und 4 Jahre nach dem Krieg ist endlich auch Schluss mit dem Schienenabbau. Das Eisenbahnnetz der DDR wird in 8 Verwaltungsdirektionen mit eigener Infrastruktur aufgeteilt. Also man hat im Prinzip Reparatureinrichtungen, große RAWs, Reichsbahnausbesserungswerke, geschaffen und hat jedem RAW eine Reihe von BWs, also Bahnwerken, Bahnbetriebswerken, zugegliedert, um einfach eine zentralistische Struktur zu haben. Sagen, das ist euer Zentrum und ihr alle gehört dort zu. Die ersten 9 Lokomotiven der Nachkriegsproduktion verlassen das Werk Henningsdorf. Verheißungsvoller Auftakt für das neue Jahr. Diese Männer hier bauten die 9 Lokomotiven, die mithelfen sollen, den Verkehrsengpass zu überwinden. Endlich frischen neue Loks die alten Vorkriegsbestände auf. So wie hier in Henningsdorf lautet heute überall die Parole: freie Fahrt ins neue Jahr. Zunächst wurde ja aus den Westzonen noch Steinkohle geliefert, ebenso aus den schlesischen Gebieten kam noch Steinkohle. Als aber dann in den Westzonen eine Stahl- und Kohlegemeinschaft gebildet wurde, wurden die Steinkohlenimporte eingestellt. Und das bedeutete nun für die Reichsbahn Umstellen auf Braunkohle. Und da erfand man das sogenannte tote Feuerbett, dass man in den Schacht Ziegelsteine reinlegte, damit die bröckliche Braunkohle nicht durchfiel und irgendwie Dampf machen konnte. Oftmals mussten auch die Züge unterwegs anhalten, bloß um Wasser zu kochen bzw. Dampf zu machen. Man musste nehmen, was man hatte. Braunkohle, die zum Teil wirklich ganz übel mit Sand versetzt war. Also es gibt Berichte von Reichsbahnern, die sich darüber aufgeregt haben, was für ein Mist sie in ihr Dampfholz reinschaufeln mussten. Aber sie haben in der Tat damit gelebt und damit gelernt zu leben. Was anderes hatten sie ja auch nicht. Den Kampf mit der bröckeligen Braunkohle hat Harry Heidenblut noch gut in Erinnerung. Mit jungen 15 Jahren beginnt sein Berufsleben an einem Fahrkartenschalter. 5 Jahre später wird er Heizer und ist täglich auf einer Dampflok unterwegs. Es war ein schwerer Beruf und manch einer hat seine Gesundheit dabei gelassen. Aber es hat Spaß gemacht, als junger Mensch sich jeden Tag zu beweisen. Viele Schweißtropfen sind geflossen. Aber letztendlich nach 9 Jahren circa habe ich dann meine Dampflokführerprüfung abgelegt und durfte dann selber fahren. Man war jedes Mal froh, wenn man seine Schicht beendet hatte, ohne Störungen und ohne Dampfmangel. Die Lokomotiven waren zum Teil in einem sehr schlechten Zustand damals. Und man war richtig glücklich, wenn man dann zum Ende am Biertisch gesessen hat und die Schicht ohne Störungen beendet hat. Die Männer geben ihr Bestes. Doch der enorme Verbrauch an Kohle macht der rohstoffarmen DDR in den 60er Jahren schwer zu schaffen. Die Dampfära geht zu Ende. Diese Bilder haben seit heute Museumswert.
Die alten Dampfrosse werden in einigen Jahren bei der Deutschen Reichsbahn der Vergangenheit angehören. Nahezu 2000 Dampflokomotiven haben bisher den Babelsberger Betrieb verlassen und heute nun rollt die letzte vom Werkgelände. Sie musste der neuen Technik Platz machen, die überall in unserer Republik Einzug hält. Also der Grund war natürlich, dass man wusste, dass die Dampfloks im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre alle so weit veraltet sind, dass sie außer Dienst gehen werden. Und dann gibt es ja den großen Bruder in der Sowjetunion, der sehr gut und sehr gerne und sehr reichlich Dieselöl liefern kann. Also sollen die volkseigenen Betriebe für Schienenfahrzeugbau ab jetzt moderne Diesellokomotiven bauen. Drei Modelle, konstruiert in Babelsberg, für den Wechsel vom kohlebefeuerten Dampf zum Dieselantrieb. Besonders stolz sind die Ingenieure auf ihr Spitzenmodell, V180. Das war eine tolle Leistung. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung, im Know-how, denn es gab ja wenig Produktionsstätten, die sich mit solcher Art Lokomotiven beschäftigt. Und die V180 war ja keine kleine Lokomotive, es war ja eine ausgewachsene Streckenlok. Die V180 ist eine der drei dieselhydraulischen Lokomotivtypen, die im Karl-Marx-Werk Babelsberg produziert werden. Was unerwähnt bleibt? Getriebe und Elektronik sind noch teure Westimporte. Noch gibt es keine eigenen Teile. Und gleich drei verschiedene Typen zu bauen, ist einfach zu viel für die Babelsberger Fabrik. Gegenwärtig klappt es noch nicht immer. Dieses Getriebe für die V60 hätte früher geliefert werden müssen. Dann wäre der Einbau einfacher gewesen. Das war für Babelsberg völlig unmöglich in dieser Dimension, die Stückzahlen herzustellen. Und deswegen wurde als erstes die V60 nach Henningsdorf übernommen. Wir haben dann im Jahre 1960 die ersten, ich glaube, 60 Lokomotiven produziert. Und dann jedes Jahr sind wir mindestens so zwischen 100 und 120 Lokomotiven stehen geblieben. Das waren dann über 1000 Lokomotiven, die wir hier produziert haben. Im LEW Hans Beimler in Henningsdorf wurde eine neue Taktstraße für die Diesellok V60 übergeben. Und die Jugendbrigade Reinhold trägt ab heute den verpflichtenden Ehrennamen Karl Liebknecht. Die Betriebe helfen sich gegenseitig aus der Klemme. Nach und nach wird das Schienennetz der Bahn wieder hergestellt und ausgebaut. Zwischen 1950 und 1960 verdoppelt sich der Güterverkehr. Und durch die Berufspendler überschreitet die Zahl der täglich beförderten Personen bald die Millionenmarke. Bei der Reichsbahn herrscht vor Weihnachten Hochbetrieb. Auf nahezu allen Hauptstrecken wurden deshalb Entlastungszüge eingesetzt. Hier die Elektromonteure des erfolgreichen Werkes, das morgen bereits Plansilvester feiern kann. Plansilvester, das vorzeitige Erreichen des Jahresproduktionsziels, schafft es in die Fernsehnachrichten. Seit den 50er Jahren ist Wolfgang Teurich mit Eisenbahnwaggons vertraut. Mit 15 beginnt er eine Tischlerlehre. Zu dieser Zeit sind die ersten D-Zugwagen wiederhergestellt. Der erste große Auftrag für die Deutsche Reichsbahn nach dem Krieg führt zu einer wahren technischen Innovation. Weil viele Menschen, die zur Arbeit mussten, auf der Schiene gefahren sind, Autos und so weiter, gab es ja nicht. Und da haben die Züge, die normalen Personenwagen, nicht ausgereicht. Und da kam dann die Idee von der Deutschen Reichsbahn, Doppelstockzüge. Weil wir in Görlitz schon 1936 die ersten Doppelstock gebaut haben. Da hat man mit 1951 mit der Konstruktion angefangen. Und 1952 wurde dann der erste Doppelstockzug gebaut, eine vierteilige Einheit. Und da muss ich Ihnen sagen, da sind sehr viele Menschen reingegangen. Und wer nicht mal sitzen konnte, da musste eben stehen bleiben. Die bahnbrechend neue Doppelstock-Idee sorgt hier bis heute für Umsatz. Auch wenn das Werk nun zum kanadischen Bombardier-Konzern gehört. Nach Armee und Studienzeit kehrt Wolfgang Teurich als Jungingenieur nach Görlitz zurück. 7 Jahre später wird er Chef der Güterkontrolle und legt noch ein Zweitstudium im Bereich Schienenfahrzeugbau nach. Seine Erfolgsgeschichte ist auch die der Doppelstockwaggons. Die ersten, die wir geliefert haben für den Berufsverkehr, die sind ja in großen Mengen gefahren im Leunerwerk, Raum, Halle, Leuna. Und dann auch im Berliner Außenring.
und auf den Strecken, wo es notwendig war, wo wenig Verkehr sonst war. Bis zum Ende der DDR werden von Görlitz aus Waggons in die ganze Welt verkauft. Knapp 1000 bestellt allein die Deutsche Reichsbahn. Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge aus dem alltäglichen Einsatz geben die Bahner zurück an die Konstrukteure. Die Reichsbahn hat sehr den Finger mit drauf gehalten. Und die haben die Züge oder die Züge zuerst und dann auch diese Einzelwagen viel in ihre Erprobung genommen und alles durchgemacht. Und alles, was nicht in Ordnung war, haben wir dann für die Serienfertigung verändert. Bis heute werden am Traditionsstandort Görlitz Doppelstockwagen gebaut, unter anderem für die Deutsche Bahn. Ein besonderes Kapitel der deutschen Reichsbahngeschichte ist die S-Bahn in der geteilten Stadt Berlin. Obwohl West-Berlin zur Bundesrepublik zählt, gehören Bahnhöfe, Betriebswerke, Gleisanlagen und S-Bahn-Züge der Reichsbahn. Ein Stück DDR im Westsektor. Tausende West-Berliner sind Angestellte des sozialistischen Staatsbetriebes von drüben. Bei der Bahn überhaupt zu arbeiten, bei der Reichsbahn, war ja in West-Berlin sowieso nicht gerade sehr begehrt, weil die politischen Verhältnisse waren alle ein bisschen kompliziert. Und viele sind eben wirklich zur Deutschen Reichsbahn gekommen, weil Verwandte, Bekannte, Eltern denn eben schon bei der Bahn gearbeitet haben. Da spielte dann schon auch die Frage eine Rolle, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Nicht? Also wenn andere Angst um ihren Arbeitsplatz hatten und ja auch öfter wechseln mussten, auch aus meiner Klasse konnten einige ihre Lehre nicht zu Ende machen. Die Sorgen hatte ich alle nicht. August 1961. Noch ahnen die meisten Berliner nicht, welch dramatische Ereignisse ihnen bevorstehen. Die Führungskräfte bei der S-Bahn gehören zu den ersten, die etwas mitbekommen. Im Jahr 61 hat am Sonnabend, 12. August 61, mein Chef im Fahrplan zu mir gesagt, irgendwas hängt hier in der Luft, pack mal bitte eine Diensttasche. Ich glaube, wir müssen noch eine Fahrplankonferenz bestücken. Nach 2 Stunden hat er mich reingeholt und hat gesagt, hast du die Tasche gepackt? Ja. Der Genosse, der uns hier gegenüber sitzt, ein Zivilist, wird dich übernehmen und fährt dich zu einer Stelle, wo du arbeiten kannst. Und der hat mich dann in ein Büro der Nationalen Volksarmee gefahren. Und dort trafen sich dann meine Fahrplankollegen, mit denen ich sonst auch zusammen war. Und es wurde gesagt, ihr habt die Aufgabe, die Staatsgrenze der DDR zu sichern. Mit den Güterzügen, die beladen mit Militärgut von überall rangefahren wurden. In der Nacht zum 13. August 61 ist es dann soweit. Die Nationale Volksarmee besetzt die Stellwerke. Nachdem die letzten Züge die Grenze passieren, wird sie dicht gemacht und die Gleise unterbrochen. Von den ungeheuerlichen Vorgängen im Zentrum der Stadt erfahren die Westberliner Reichsbahner erst viel später. Ich bin wie immer so gegen 5 aufgestanden, habe endlose Nachrichten im Radio gehört und habe nicht zugehört und habe bloß gedacht, warum reden die so viel, sollen lieber Musik bringen. Also ich glaube, an dem Tag haben wir nicht viel gearbeitet, sondern mehr geredet. Der Bau der Mauer ist für die Westmitarbeiter eine dramatische Situation. Sie sitzen zwischen den Stühlen und sind in einem permanenten Loyalitätskonflikt. Ich habe auch an dem Sonntag, als die Mauer gebaut wurde, habe ich Dienst gehabt in Papestraße. Und da haben sie wirklich schon denn gestanden. Also das ging so schnell, dass die Westberliner gekommen sind aus den umliegenden Häusern und haben uns beschimpft und haben eben diese Parolen, die ja auch im Westen, auch im Fernsehen ja denn schon gekommen sind. Wir arbeiten eben für den Stacheldraht und für die Mauer. Also es war schon eine schlimme Zeit. An 12 Stellen unterbricht die Fahrt nach West-Berlin. Der Reiseverkehr wird über Wannsee abgewickelt und der Gütertransport über Spandau Richtung Bundesrepublik geführt. 4 Tage später demonstrieren tausende West-Berliner vor dem Schöneberger Rathaus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der regierende Bürgermeister Willy Brandt
rufen sogar zum Boykott der S-Bahn auf. Es ist unzumutbar, dass die Westgeldeinnahmen der S-Bahn für den Einkauf des Stacheldrahts verwendet werden. Dem Aufruf, die S-Bahn zu boykottieren, folgen viele. Sind vor dem Mauerfall etwa 1 Million Fahrgäste täglich mit der S-Bahn unterwegs, sind es danach nicht einmal mehr 100.000. Für die Deutsche Reichsbahn wird die S-Bahn in den folgenden Jahren immer mehr zum Verlustgeschäft. Walter Ulbricht, der erste Staatsratsvorsitzende der DDR, reist privat und zu internationalen Anlässen gerne im eigens eingerichteten Regierungszug der Deutschen Reichsbahn. Einige der damals hochexklusiven Waggons haben die Zeit bis heute überdauert. Das ist ihm zu verdanken. Der Hamburger Jazzpianist Axel Zwingenberger ist ein leidenschaftlicher Eisenbahnfan. Seit Jahren erwirbt er immer wieder Teile der ehemaligen DDR-Regierungszüge und kümmert sich um deren Erhalt. Ich finde, es ist eben halt was sehr Exklusives. Also, was mir immer gefällt, ist, von draußen sieht es aus wie ein ganz normaler Eisenbahnzug. Und man kommt hier rein und dann sieht man sowas, was man überhaupt nicht erwartet hatte. Das ist schon was sehr Spezielles. Und das hat mich eben begeistert. Und wenn man hier sitzt, also es atmet schon Geschichte, kann man schon sagen. Auf diesen Sesseln sitzt zum Beispiel die Regierungsdelegation unter dem Ministerratsvorsitzenden Willi Stoph. Nach dem DDR-Besuch von Bundeskanzler Willy Brandt im März 1970 fährt Stoph nun im Regierungszug zum Gegenbesuch in den Westen. Die Annäherung per Schienenverkehr mündet 2 Jahre später in dem sogenannten Grundlagenvertrag und damit zur ersten politischen Entspannung im deutsch-deutschen Verhältnis nach dem Mauerbau. Für die Sicherheitsdienste bedeuten solche Einsätze des Regierungszuges Stress. Alle beteiligten Personen unterliegen strengster Überwachung und Kontrolle. Erich Honecker nutzt den Regierungszug während seiner Amtszeit seltener. Einmal im Jahr zur traditionellen Hasenjagd mit dem diplomatischen Korps und für Besuche bei Manövern der NVA. Heute stellen die ehemaligen Staatskarossen eine Art Denkmal dar. In West und Ost gab es einst Regierungszüge, heute kaum noch vorstellbar. Und die museale Kommunikationstechnik gehörte seinerzeit zum modernsten, was auf dem Markt war. Es ist der Nachrichtenwagen des Verteidigungsministeriums der DDR, aus dem Führungszug dieses Ministeriums. Und er diente der Herstellung der Kommunikation, also das heißt sowohl zugintern sicherlich, aber auch vor allen Dingen nach außen. Und ist der einzige Wagen seiner Art, der in dieser Form überhaupt noch erhalten ist. Eine russische V-200. Wehe dem, der in den 70ern an einer Bahnstrecke wohnte. Die Maschine hatte noch die originalen Lüfter drauf, die den Sound bringen. Deswegen war die Lok früher nicht immer sehr beliebt, weil die anständig Krach macht. Und wenn die richtig Leistung zu ziehen hatte, die war ja auch eine Universalmaschine. Die ist vor schweren Schnellzügen gefahren, die ist vor schweren Güterzügen gefahren. Und wenn die dann richtig gearbeitet hat, dann geht das ohne normal lauter. Wegen ihres Lärmpegels heißt sie zu DDR-Zeiten auch Taiga-Trommel oder Stalins letzte Waffe. Die ersten 100 Exemplare haben noch keine Schalldämpfer. Später wird mit Bauteilen aus Eigenproduktion nachgerüstet. Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW beschließt Mitte der 60er Jahre, zugstarke Dieselloks werden aus der Sowjetunion und Rumänien importiert. Nur kleinere Lokomotiven baut man noch selbst. Man hatte einen Beschluss gefasst, um diesen Lokomotivbau zu spezialisieren, was ja eigentlich auch vernünftig ist. Ne? Und für die DDR war festgelegt worden, hydraulische Lokomotiven, also dieselhydraulische Lokomotiven bis zu einer Leistung von ca. 1000 PS und größere Lokomotiven sollten importiert werden. Der einstige Stolz der DDR-Lokomotivbauer, die V-180,
wird 1970 eingestellt. Das Werk in Babelsberg macht dicht. Ein Fehler, wie sich zeigen wird. Überall dröhnt die russische Taiga-Trommel durchs Land. Doch sie erweist sich als zu schwer für viele Nebenstrecken. Mit der V-180 wäre das nicht passiert. Und damit nicht genug. Zu Beginn der 80er Jahre verbrauchen die 4.500 Dieselloks der Reichsbahn ein Fünftel des gesamten Dieselkraftstoffes der DDR. Jahre zuvor noch preiswert eingekauft, lässt sich die Sowjetunion das Öl inzwischen teuer bezahlen. Man hat dann einen umfangreichen Bestand an Diesellokomotiven und kann die nicht effektiv nutzen oder nur für sehr teures Geld. Und stellt dann fest, dass die Elektrifizierung der Strecken wohl doch die einzige Alternative ist. Der Plan? Die DDR will unabhängig vom Diesel werden. Daher wird auf dem 10. Parteitag der SED ein großes Elektrifizierungsprogramm beschlossen. Als großes Jugendprojekt geplant, sollen 750 Kilometer Strecke elektrifiziert werden. Das ist dringend nötig, denn die Reichsbahn befördert längst genauso viele Güter und Personen wie die Bundesbahn. Und deren Streckennetz ist doppelt so groß. Alfred Neumann, Mitglied des Politbüros des ZK der SED und erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates, mit Eisenbahnern und Bauschaffenden auf dem Bahnhof Neulöwenberg. Standort des 850 Meter langen Jugendbauzuges. Zeitgleich benötigt die Bahn entsprechende Lokomotiven für den Güterzug und Reiseverkehr. Und die kommen aus Henningsdorf. Erst als das richtig funktionierte, lohnt es sich, dass wir 120 E-Loks im Jahr alleine für die Eisenbahn haben. Die E-Loks aber, die in ein paar Tagen dort die Gleise bevölkern werden, sind in Henningsdorf längst aus dem Prüffeld gerollt. Auch hier sind die Termine hart. Werden sie nicht eingehalten, dann muss unterm fertigen Fahrdraht weiter mit Diesel gefahren werden. Diesen ausgesprochen peinlichen Anblick möchten die Henningsdorfer nicht erleben. Deshalb machen sie jeden dritten Tag eine ihrer neuen E-Loks fertig. Die aktuelle Kamera berichtet über jede freigegebene Strecke. Grünes Licht für den ersten Elektrozug zwischen Magdeburg und Stendal. Der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung, Werner Eberlein, gab am Vormittag die elektrifizierte Strecke frei. Der Volkswirtschaftsplan sieht die Elektrifizierung von etwa 220 Kilometern Eisenbahnstrecken vor. Lokaltermin am Karower Kreuz. Über den Fortgang der Elektrifizierungsarbeiten überzeugte sich heute Vormittag Alfred Neumann, Mitglied des Politbüros des ZK der SED. Bis 1986 sind gut 18% der Strecken elektrifiziert. 1990 sollen es über 28 sein. Für die DDR ist das viel. Startet man doch von einem sehr geringen Niveau. Hiermit eröffne ich den elektrifizierten Streckenabschnitt Rostock-Seehafen-Dalwitzhof und wünsche dem ersten Zug eine gute Fahrt. Renate Völsch, die Präsidentin der Reichsbahndirektion Schwerin, hat die Strecke freigegeben. Die Elektrifizierung insgesamt war der größte Erfolg in meinem Eisenbahnerleben mit der Mannschaft der 16.000 Eisenbahner. Genossen Präsident, Zug 83-812 zur Abfahrt in den Seehafen Rostock-Bereich. Recht schönen Dank, Kollege Virgil. In 40 Jahren DDR ist Renate Völsch die erste und einzige Frau auf dem Posten eines Reichsbahnpräsidenten. Die Chefin der Reichsbahndirektion Schwerin beginnt ihre Laufbahn mit einer Lehre zum Betriebs- und Verkehrseisenbahner. Sie wird Fahrdienstleiter, geht zum Ingenieurstudium, übernimmt den Bahnhof Güstrow und ist mit 27 Amtsvorstand. Sie bekommt zwei Kinder und wird nach der Parteihochschule Vizepräsident. 1982 soll sie als Präsident die Direktion Schwerin übernehmen. Da ist sie 44 Jahre alt. Als ich eigentlich nicht Präsident werden wollte und der Minister sehr wütend war in dem Gespräch, mit den Worten, nun zier dich hier nicht länger wie eine Zick am Strick,
ist mir dann klar geworden, er wollte das unbedingt. Er war auch ein Vorbild für mich. Er war auch unser Minister Arndt für alle Verkehrszweige. Und diese Worte, ob ich dann mal aufhören würde, mich wie eine Zick am Strick zu fühlen, habe ich dann gesagt, ja, ich werde sehen, dass ich das fertig bringe als Präsident. Gleichstellung, ein erklärtes Ziel des Staates. Wie überall im Land werden auch bei der Reichsbahn in allen Bereichen Frauen beschäftigt. In der DDR legt man Wert auf gleiche Arbeitszeit, gleiche Leistung und gleichen Lohn bei weiblichen und männlichen Kollegen. In den 80er Jahren sind 40% der Bahnbeschäftigten Frauen. Wie viele Betriebe hat auch die Reichsbahn eigene Kindergärten? In den Führungsetagen sind Frauen trotzdem selten anzutreffen. Doch Renate Völsch versteht sich durchzusetzen. Einem Generaldirektor habe ich gesagt, Sie bauen mit mir keine Schweineställe, sondern Sie bauen mit mir den elektrischen Draht, wo internationale Züge fahren. Bums. Wir haben übrigens als einzige Direktion nicht einen Termin verpasst. Mit den Inbetriebnahmeterminen, wo der erste elektrische Zug fahren musste. Auch der Güterverkehr zum Überseehafen Rostock gehört zum Aufgabenbereich von Renate Völsch. Der Seehafen Rostock, ein strategisches Prestigeobjekt und Konkurrent zum Hamburger Hafen. Täglich werden 4000 Güterwaggons registriert. Personal- und zeitaufwendig per Hand. Durch den Einsatz neuer Computertechnik soll die Abwicklung vereinfacht und beschleunigt und die Umschlagmenge dadurch vergrößert werden. Die resolute Präsidentin beauftragt ein Jugendforscherkollektiv und führt das Vorhaben in 3 Jahren zum Erfolg. Ebenso hartnäckig setzt sie sich für die Förderung von Frauen ein. Wir hatten auch einen Frauenanteil insgesamt nachher so von 50% und haben im Vergleich mit den anderen Direktionen mit unseren 30% Frauenanteil in leitenden und mittleren Funktionen einen guten Stand. Darauf bin ich stolz. Dazu habe ich beigetragen, ohne dass ich mir da was einbilden will. Die Elektrifizierung erlaubt nun viel höhere Geschwindigkeiten. 1982 präsentiert das Werk Henningsdorf auch die passende Elektrolokomotive der Öffentlichkeit. Die Weiße Lady. Ein Spitzenprodukt mit Weltniveau. Von den Baureihen 212 und 243 werden über 700 Stück für die Reichsbahn gebaut. Mehr als von jeder Lok zuvor. Doch schnell folgt Ernüchterung. Meist kann das hohe Tempo gar nicht gefahren werden. Vielerorts sind Schwellen brüchig. Die Eisenbahner sprechen von Schwellenkrebs. Man hat nämlich herausgefunden, dass statt der traditionellen Holzschwellen Betonschwellen, wo man den Zement mit Kies vom Ostseestrand streckt, viel billiger herzustellen sind. Und da kann man auch viel mehr mitmachen. Ist klar, man muss das Holz nicht zurechtsägen, man kann diese Dinger gießen. Das hat man Mitte der 70er angefangen und hat damit auch so ziemlich alle Neubaustrecken und überall dort, wo Schwellen ausgetauscht werden mussten, dann damit ersetzt. Das ging auch so einige Jahre ganz gut und nach 8, 9 Jahren stellte man fest, dass man diese Betonschwellen mit der Hand zerbröseln kann. Da hat sich das Alkali in diesem Kies hat sich freigesetzt und hat die Verbindung des Zementes einfach zerstört. Das führte dazu, dass man in unglaublich vielen Stellen plötzlich sogenannte Langsamfahrstellen einrichten musste, weil Schwellen beschädigt, kaputt waren, manchmal 6, 7 Schwellen nebeneinander, sodass man an vielen Stellen nur noch sehr langsam fahren konnte. Schade. Beinahe hätte ich die Verspätung rausgeholt. Runter mit der Geschwindigkeit. Langsamfahrstelle. Ob Sie ahnen, wie wir so mit den Minuten ringen? Meistens schimpfen sie ja gleich auf die ganze Reichsbahn. Auch Harry Heidenblut fährt nach seiner Zeit auf Dampf- und Dieselloks die modernen elektrischen. Jeden Tag hat er mit den Langsamfahrstellen zu tun. Wir wurden dann durch einen Eintrag im Geschwindigkeitsheft in der LA informiert, dass ab morgen dort nur noch 50 km/h statt 120 km/h zu fahren sind. Und dadurch waren wir dann mitunter später in Berlin oder später in Leipzig oder später in Erfurt. Man konnte dann die Fahrzeit nicht mehr halten. Ja, sicher hat man sich geärgert. Jeder Lokführer versucht, sein Bestes zu geben, um so die Reisenden so pünktlich wie möglich an Ort und Ziel zu bringen. Harry Heidenblut arbeitet 50 Jahre für die Reichsbahn. Bis heute ist er leidenschaftlicher Eisenbahner.
Die Deutsche Reichsbahn ist und bleibt in der DDR das Verkehrsmittel Nummer 1. Autos sind nach wie vor Mangelware. Bis zu 12 Jahre wartet man auf einen eigenen Trabi oder Wartburg. Umso beliebter ist da die Bahn. Nicht komfortabel, aber zuverlässig und preiswert sind die Menschen unterwegs. 8 Pfennig pro Kilometer kostet die Fahrt in der zweiten Klasse. Rentabel ist der Betrieb so nicht. Doch das fordert auch niemand von der Reichsbahn. Denn im Sozialismus gehört Bahnfahren zum staatlichen Grundversorgungsanspruch. Und das vom Erzgebirge bis zur Ostsee. Das Gefühl von damals kann man auch heute noch spüren. In der Schmalspurbahn auf Rügen. Der rasende Roland, wie die Bahn im Volksmund heißt, wird ab den 50er Jahren zur wichtigsten Verkehrsader zwischen den Badeorten. Neben Gütern jeglicher Art fahren auch immer mehr Urlauber mit. Viele Bergarbeiter aus Sachsen reisen hierher, um sich zu erholen. Der heilige Roland, Schutzpatron der Bergarbeiter, steht bei der Namensgebung Pate. Das gemütliche Tempo wird liebevoll ironisch als rasend bezeichnet. Noch heute ist die Fahrt ein echtes Erlebnis. Ja, erinnert mich an die Kindheit, wo ich mit der Dampflok zur Schule gefahren bin. Und das erinnert mich halt daran. Und das ist total schön, das Erlebnis wieder zu haben, hier gerade auf Rügen. Nicht nur auf Rügen, auch im Erzgebirge, in der Lausitz und vor allem im Harz sind auf insgesamt 290 Streckenkilometern sogenannte Schmalspurbahnen unterwegs. Mit ihren 88 Jahren will sie immer noch hoch hinaus. Oma-Harz-Querbahn, die älteste der 13 Schmalspurbahnen in der DDR. Überhaupt schmückt sie sich mit vielen Superlativen. Die älteste ist zugleich die längste Bahn auf der 1-Meter-Spur. Und sie dampft von allen Kleinbahnen am weitesten in die Berge hinauf. Bis in die 700 Meter Höhenlagen des Oberharzes. Heute wird immer wieder über die Rentabilität der Schmalspurbahnen diskutiert und Strecken stillgelegt. Als Nahverkehrsmittel für Pendler haben sie ausgedient. Die Rügensche Bäderbahn ist vor allem eine nostalgische Attraktion für Ostseeurlauber in Putbus, Binz, Sellin oder Göhren. Lokführer Achim Rickelt hat den Wandel erlebt. Die Deutsche Reichsbahn hat in den 50er Jahren, also ab 1949, das Netz hier übernommen und hat enorme Transportaufgaben zu bewältigen gehabt. Und das war im Prinzip bis 1990 so. Dann brach natürlich der große Reiseverkehr bei der Eisenbahn weg. Dann gewann der Individualverkehr Bedeutung. Und hier wurde dann noch weiter in Richtung Tourismus gesteuert. Heute ist das eine Ausflugsbahn. Der Berufsverkehr hat nicht mehr die große Bedeutung. Inzwischen sind die übrig gebliebenen Schmalspurstrecken privatisiert. Nun erfreuen sich Touristen und Dampflok-Fans an der Eisenbahnromantik. West-Berlin Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Die S-Bahn gerät immer mehr in Schieflage. Der Autoverkehr hat zugenommen, Bus- und U-Bahn-Netz sind flächendeckend ausgebaut. All das macht die S-Bahn überflüssig. Das finanzielle Defizit für die Reichsbahn beträgt an die 70%. Das Image ist erbärmlich. Es war ein absolutes No-Go, da mit der S-Bahn zu fahren. Die Lage denn auf den Bahnhöfen und das alles, das war natürlich schon bewusst, dass wir langsam zur Museumsbahn wohnen und nicht viel investiert wurde. Wenn wir was brauchten, wir haben lange warten müssen, dass wir Material bekommen haben für Reparaturen, was benötigt wurde. Das haben wir schon mitgekriegt, dass das immer schlechter wurde, immer länger gedauert hat. Eigentlich soll die S-Bahn der DDR kostbare Devisen liefern. Die Fahrscheine werden ja in Westgeld bezahlt. Doch längst geht das schon für die Löhne der Westmitarbeiter drauf. Nun soll der Betrieb durch Reduzierung von Strecken und Takten wieder profitabel werden. Ein neuer Fahrplan soll's richten. Die ganze Arbeit hat also maximal 4 Wochen gedauert, immer unter der Vorgabe, dass der S-Bahn-Verkehr in West-Berlin zeitlich reduziert werden sollte, auf bestimmten Außenstrecken vielleicht auch mal reduziert auf 19 bis 20 Uhr Betriebsende und außerdem die Ausdünnung des Taktes. Doch der Plan scheitert. Nun geht man ans Personal.
Als im Januar 1980 die ersten 78 Mitarbeiter entlassen werden und damit ein absolutes Tabu gebrochen ist, haben die Westberliner Mitarbeiter restlos die Nase voll. Im September 1980 legen sie die Arbeit nieder. Die Forderungen, die gestellt wurden, gingen hauptsächlich ja auch um Urlaubserhöhung, sicherlich auch um bessere Arbeitsbedingungen. Es sind ja leider immer bei uns sehr viel Überstunden angefallen durch Personalmangel. Und diese Forderungen sind nach Beendigung des Streiks eigentlich denn alle erfüllt worden. Nur dass der Streik eben denn dazu geführt hat, dass das mit dem Betrieb weiter abwärts ging. Längst will die DDR die Westberliner S-Bahn abstoßen, allerdings zu ihren Bedingungen. Und da spielt der Westen nicht mit. Öffentlich gibt sich die SED-Führung dennoch selbstbewusst. Es ist nicht mehr länger zu ertragen, so möchte ich formulieren, dass die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik die Minusbilanz, die sich aus dem Verkehr der S-Bahn in Berlin-West ergibt, aus ihrem Portemonnaie bezahlen. Nach erneuten zähen Verhandlungen einigt man sich dann doch. Der Westberliner Senat übernimmt 1984 die S-Bahn und damit auch 850 Mitarbeiter. Die Station zwischen Friedrichstraße und Lehrter Bahnhof bleibt im Besitz der Deutschen Reichsbahn. Und das wird bis zum Mauerfall so bleiben. Die S-Bahn-Pleite in Berlin wird damals offiziell verschwiegen. Die aktuelle Kamera verkündet weiterhin nur die Erfolge. »10:20 Uhr, Bahnhof Bad Kleinen. Pünktlich macht hier erstmals eine Elektrolokomotive Station. Halt am 1000. Kilometer, der seit dem 10. Parteitag elektrifiziert wurde.« Erstmals mit der Elektrolok bis nach Rügen. Pünktlich und exakt nach Plan. Die Bevölkerung will längst nicht mehr nur nach Rügen. Mittlerweile haben sich Tausende über Ungarn abgesetzt und die Prager Botschaft besetzt. Die Regierung der DDR hat veranlasst, dass die sich in diesen Botschaften rechtswidrig aufhaltenden Personen aus der DDR mit Zügen der Deutschen Reichsbahn über das Territorium der DDR in die BRD ausgewiesen werden. Geheime Aufnahmen zeigen, was sich damals am Dresdner Hauptbahnhof abspielt. Tausende haben sich versammelt. Wasserwerfer sollen verhindern, dass Menschen auf die Züge in den Westen springen. Ein letztes Aufbäumen der Macht. Nur 5 Wochen später, am 9. November 1989, öffnet sich für alle Deutschen die Mauer. Mit der Wiedervereinigung wird die Deutsche Reichsbahn mitsamt allen Anlagen und Immobilien zunächst als Sondervermögen der Bundesrepublik verwaltet. Zum 1. Januar 1994 fusionieren beide Staatsbahnen zur Deutschen Bahn AG. Von einer 250.000 Arbeitsplätze bleibt kaum mehr als die Hälfte erhalten. Das Kapitel Deutsche Reichsbahn ist endgültig vorbei. Aus Hennigsdorf und Görlitz rollen immer noch Schienenfahrzeuge in die Welt hinaus. Die Faszination Eisenbahn bleibt ungebrochen.